Hallo ihr Lieben, hier ist Nathalie mit neuen Karten für den Montag, den 8. Oktober 2012. Spät aber dennoch mal wieder. Die Meerjungfrauen und Delfine sind da und haben uns zu sagen, dass wir bitte am heutigen Tag ganz besonders aufpassen sollen auf Zeichen, die sie uns oder achten sollen auf Zeichen, die sie uns schicken. Sie sagen, achte auf sich wiederholende Zeichen. Und deine innere Führung, darin können wertvolle Hinweise stecken. Also, heute mal wieder ein bisschen aufmerksamer sein als sonst, bitte. Und einfach gucken, je nachdem, was ihr für Fragen habt, was ihr für Zeichen haben möchtet, beziehungsweise bezüglich welches Themas ihr Zeichen haben möchtet, seid da einfach ganz offen, seid so entspannt wie irgendwie möglich und guckt bitte so auf, wie soll ich sagen, auf sich wiederholende Dinge. Es ist ganz wichtig, Sie sagen mir jetzt wieder dreimal, mindestens dreimal. Muss nicht immer aus der gleichen Ecke kommen, aber es sind einfach teilweise, sagen Sie mir, sind es Worte, die sich wiederholen, die ganz von ganz unterschiedlichen Menschen vielleicht gesagt werden oder die du zum einen mal liest und zum anderen mal von jemandem hörst und wo du sagst, Mensch, genau das gleiche Wort habe ich doch jetzt vorhin schon gehört oder den genau gleichen Satz habe ich doch jetzt vorhin schon gehört. Erstaunlich, wiederholt sich. Also guckt einfach auf solche Dinge, die sind jetzt wohl wichtig und die werden euch geschickt, weil offensichtlich hat der eine oder andere um Zeichen gebeten oder eben um Führung gebeten, wo er denn jetzt als nächstes hintreten soll. Und das kommt, das ist gegeben, das ist auf jeden Fall in Arbeit. Lasst bitte sein, euch Zeichen geben lassen zu wollen, beziehungsweise euch genau zu überlegen, wie so ein Zeichen aussehen soll, sondern lasst bitte den Lieben da oben, überlasst denen lieber und guckt, auf welche geniale Art und Weise diese Zeichen zu euch kommen. Und ich soll auch noch sagen, dass es wichtig ist zu wissen, es kommt nicht darauf an, dass das, oder wer euch das sagt, das kann jemand sein, der vollkommen unbewusst nach außen hin aussieht oder auch agiert. Das können völlig unbekannte Menschen sein, am Nebentisch, es können, was weiß ich, der Postbote, sonst wer, irgendwer, der, auf den ihr eigentlich gar nicht kämmt, dass er euch sowas sagen könnte oder euch da ein Zeichen vermitteln könnte, natürlich ohne, dass derjenige das selber wissen muss. Es ist wirklich so, lasst euch da mal komplett überraschen und hört hin, schaut hin, und lasst euch da ja einfach mal ganz entspannt drauf ein. Zum nächsten ist es im Augenblick auch sehr wichtig, sich zu entspannen wieder und Spaß zu haben. Also bitte, wenn ihr es irgendwie einrichten könnt und wollt, ihr solltet, wenn es irgendwie geht, euch mit euren Freunden verabreden. Ihr solltet einfach, wie es hier so schön heißt, verabrede dich, um einen Tag mit einer Freundin oder mit Freunden zu spielen. Was da ja heißt, wir sollen darauf achten, dass wir wirklich uns vergnügen, dass wir wirklich uns ganz, ganz stark entspannen. Es ist im Augenblick sehr wichtig, weil sie wollen arbeiten, sie wollen uns das bringen, was wir uns wünschen und offensichtlich sind wir momentan etwas zu verkrampft und wieder zu sehr dabei, uns am Problem festzubeißen und zu sehen, wie wir das jetzt mit unserem Verstand wieder irgendwie in den Griff bekommen. Das sollen wir bitte sein lassen. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr kontraproduktiv, sagen Sie. Wir sollen das bitte sein lassen und wir sollen uns sozusagen hin zu unseren Zielen entspannen. Und das können wir eben am besten. Jetzt heute hier in Deutschland ist wunderschönes Wetter. Wie auch immer, rausgehen, wirklich mit Freunden, sich irgendwo im Café treffen. Man sieht hier so schön die Szenerie, wie zwei Meerjungfrauen einen Kaffeeklatsch abhalten. Geht raus in die Natur, lasst es euch wirklich, wirklich gut gehen. Seid lustig, humorvoll, tauscht Witze aus, was auch immer. Also alles, was euch entspannt, alles, was euch Freude bereitet, ja, geht ins Kino oder alles wirklich schaut, was euch wirklich, wirklich Spaß bringt. Macht Sport miteinander oder was auch immer. Tauscht euch aus, vergnüglich. Wirklich achtet drauf, dass ihr ganz explizit euch nur mit Dingen beschäftigt, die euch Spaß machen, wenn ihr euch trefft. Und
Achtet bitte darauf, dass ihr euren Tag so einteilt, dass ihr die Möglichkeit habt, euch zu entspannen. Das ist kein Luxus, Leute. Das ist ganz, ganz wichtig jetzt, sagen sie. Und Luxus ist, sich weiterhin verbissen mit irgendwelchen Dingen zu beschäftigen, denn das ist echt kontraproduktiv im Augenblick. Also, entspannen, spielen und dann einfach gucken, was da auf euch einwirkt, was da euch gebracht wird an Informationen. Und wie gesagt, je entspannter ihr seid, desto viel, viel, viel besser nehmt ihr es auf. Je mehr ihr euch wohlfühlt, desto magischer ist das Ganze. Das Wort Magie kommt jetzt eben ganz groß. Lasst es zu, dass ihr einfach wirklich ganz magisch getragen seid und dass ihr wirklich euch von einem Moment zum nächsten begebt in einer ganz, ganz, ganz großen Leichtigkeit, eben durch dieses Spielen und das Spaß haben und durch dieses Entspanntsein. Ihr werdet lachen, es ist unglaublich, in welcher Vielfalt ihr dann einfach Dinge in Empfang nehmen könnt. Mit sowas hättet ihr gar nicht gerechnet. So, ihr Lieben. Damit wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß für den heutigen Montag, den Wochenanfang. Natürlich soll ich euch auch sagen, gilt das jetzt nicht nur für heute, sondern für die nächsten Tage eben auch. Lasst euch da wirklich so richtig schön fallen und ich wünsche euch super, super viel Spaß, viele wundersame Ereignisse, viel Schönes, viel Wohlfühlen, viel Spaß, viel Freude und dann kann überhaupt nichts schieflaufen. Und ich freue mich natürlich wieder auf euch. Aufs nächste Mal möchte mich bei euch nochmal bedanken für eure Kommentare und Geschenke und Videobotschaften und Anfragen und alles, was ihr mir so Schönes schickt. Ich bin da ganz, ganz, ganz berührt und freue mich da immer ganz arg drüber. Und dann wünsche ich euch natürlich, wie gesagt, einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.